einem spanischen Kriegshafen. Der Staatschef General Franco trifft zur Einweihung der neuen Marineakademie ein. Er begibt sich an Bord eines Schnellbootes. Das Boot mit dem Caudillo fährt die Paradeaufstellung spanischer Kriegsschiffe ab. Die Schiffe feuern Salut. Seekadetten auf den Rahen eines Schulschiffes. Truppenparade vor dem Caudillo. Tabakernte in Serbien. Eine sehr sorgsame Behandlung der Blätter beim Abnehmen und Trocknen ist notwendig. Danzig, den in der alten Hansestadt stehenden Ersatztruppenteilen der Panzergrenadierdivision Feldherrnhalle, wird in feierlicher Form ebenfalls der Name Feldherrnhalle verliehen. Der Kreisbefehlshaber General der Infanterie Keitel. Neben General Keitel der Stabschef der SA Scheppmann. Der Stabschef bei einer Ansprache. Die Namensverleihung wird mit einem Vorbeimarsch der Truppen abgeschlossen. Im Führerhauptquartier. Der Führer mit dem Befreier des Duce SS-Hauptsturmführers Corseni. Corseni wurde für seine kühne Leistung mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet und zum SS-Sturmbannführer befördert. Deutsche Seestreitkräfte und eingeschiffte Teile eines Grenadierregiments griffen kürzlich Stützpunkte des Feindes auf Spitzbergen an. Deutsche Kampfgruppe auf dem Marsch unter der Küste Spitzbergens. Militärische Anlagen des Feindes werden unter Feuer genommen. Matrosen und Grenadiere gehen in die Boote. Deutsche Zerstörer legen eine Nebelwand.
Stoßtrupps gehen an verschiedenen Stellen an Land. Nach Zerstörung der feindlichen Stützpunkte schiffen sich die Landungskommandos wieder ein. Die erfolgreiche deutsche Kampfgruppe kehrt in den Einsatzhafen zurück. Im Norden der Ostfront. Für den Straßenbau wird Holz gefällt und zerkleinert. In großer Schnelligkeit entstehen feste Wege für den Nachschub. Die ersten Transporter auf der neuen Straße. Feldgendarmen besorgen den Wetterdienst und überwachen den Verkehr. Die Papiere werden geprüft. An der Front vor Leningrad werden Bunker aus Stahlbeton gebaut. Für die vordersten Stellungen werden Betonsteine gegossen. Die Steine werden nach vorn transportiert und für den Bau kleiner Bunker in der Hauptkampflinie verwendet. Bestückte Panzerkuppeln. Sie werden auf einem festen Fundament montiert. Im mittleren Abschnitt der Ostfront. Bei den Fliegerverbänden des Generalobersten Ritter von Greim. Befehlsausgabe. Ritter von Greim trägt unter dem Ritterkreuz den Pour le Mérite, der ihm als Jagdflieger des Ersten Weltkrieges verliehen wurde. Hauptmann Walter Nowotny, er ist einer unserer schneidigsten Jagdflieger. Der Führer verlieh ihm nach seinem 218. Luftsieg das Eichenlaub mit Schwertern. Vom Skatspiel direkt in den Luftkampf. Flak beteiligt sich erfolgreich an der Abwehr der Sowjetflugzeuge. Eine feindliche Maschine stürzt ab. Dieses Sowjetflugzeug wurde von Hauptmann Nowotny tödlich getroffen. Unsere Jäger wackeln zum Zeichen des Sieges. Ein Aufklärer kehrt zurück. Der rechte Motor hat einen Flaktreffer bekommen und brennt. Das Bodenpersonal rettet die Maschine vor der Vernichtung. Die mitgebrachten Aufnahmen geben Aufschlüsse über die Bewegungen des Feindes. Zur Verkürzung der Front im Osten führen unsere Truppen großzügige Absetzbewegungen durch. Dem Feind gelingt es nicht, die zu diesem Zweck vor sich gehenden Operationen zu verhindern. Lebensmittel und Vieh werden von unseren Soldaten mitgenommen.
Vor dem Abmarsch werden alle militärischen Anlagen zerstört. Kein Objekt von wirklichem Wert fällt in feindliche Hände. Einer zur Räumung bestimmten Stadt. Die Zivilbevölkerung schließt sich vertrauensvoll den deutschen Truppen an. Jeder darf ein bestimmtes Gewicht von Lebensmitteln mitnehmen. Der letzte Zug ist abgefahren. Die Gleisanlagen werden gründlich zerstört. Zur Sicherung der Absetzbewegungen eingesetzte Nachhuten. Meldung an einen deutschen Sicherungsverband. Der nachdringende Feind unternimmt einen Panzerangriff. Deutsche Panzer sollen den angreifenden Feind auffangen. Dort hinter dem Haus ein feindlicher Panzer. In schwerem Kampf wird die bolschewistische Panzergruppe vernichtet. Sowjetische Panzerbesatzungen ergeben sich. Nach dem Gefecht. Die deutschen Panzer sind von feindlichen Geschossen vielfach getroffen, aber dank der Güte des Materials nur leicht beschädigt. Im Süden Europas. Ein deutscher Panzerzug an der Riviera. Laufend treffen Verstärkungen ein. Yeah.
einem Mittelmeerhafen. Italienische Kriegs- und Handelsschiffe werden von der deutschen Kriegsmarine übernommen. Offiziere und Mannschaften einer italienischen Einheit stellen sich unter den Befehl einer deutschen Kampfgruppe. Diese italienische Einheit gehört zu den zahlreichen italienischen Truppenverbänden, die dem Aufruf der neuen faschistischen Regierung folgten. Sie erklärten sich zur Weiterführung des Kampfes an der Seite Deutschlands bereit. Die Küsten Südeuropas werden immer stärker befestigt. Deutsche Fallschirmjäger, Sie sind zur Bekämpfung von Rebellen in einem Küstenabschnitt der Adria eingesetzt. Mit den aufrührerischen Elementen wird rücksichtslos aufgeräumt. Hier wird eine Stadt gesäubert. Unteritalien. Zahlenmäßig kleine deutsche Verbände setzen sich vom Feind ab. Unsere Sicherungen fügen dem nur zögernd folgenden Feind empfindliche Verluste zu. Wie der Wehrmachtbericht meldete, gelang es den aus Kalabrien zurückgehenden deutschen Verbänden, sich mit den bei Salerno kämpfenden deutschen Truppen zu vereinigen. In diesem Raum hat der Feind weitere Truppen gelandet. Sie werden in erbitterte Gefechte verwickelt. Und nordamerikanische Soldaten werden gefangen genommen. Der Kampf in Italien hat sich anders entwickelt, als der Feind erwartet hat. Der Verrat Badoglios hat ihm keinen Gewinn gebracht.